Tilda und ich, wir machen heute einen ganz besonderen Ausflug. Ich habe die gerade eben als Mittagskind abgeholt. Und jetzt fahren wir nach Brandenburg, nach Brodowin. Da ist das berühmte Bio-Dorf. Ich wollte für unsere große Ostereiersuche morgen, wollte ich unbedingt Bio-Eier haben. So, also war eben tierisch windig, deswegen jetzt nochmal. Wir fahren nach Brodowin, weil ich wollte unbedingt Bio-Eier haben für unsere große Ostereiersuche morgen. Wir machen morgen an unserem Löwenladen eine richtig große Ostereiersuche. Wir haben ganz viel Unterstützung bekommen von Hertha BSC, von so Schwarzlichtleuten, von den Füchsen in Berlin, von Alba in Berlin, von Museen, von der Komischen Oper. Von wirklich unglaublich. Wir haben fast 110 Familientickets. 110 Familientickets, die wir in Osternester reinpacken. Da sollen aber auch Ostereier rein. Und ich dachte mir, hey, es soll jetzt nicht an glücklichen Hühnern scheitern, also holen wir Bio-Ostereier. Da wir aber relativ viele brauchen, nämlich 100, konnte ich das nicht irgendwo machen, sondern ich muss mir jemanden suchen, der das auch tun kann, die gefärbt zu verkaufen. Also fahren wir nach Brodowin. Problem ist, Brodowin, ja, ist 120 Kilometer weg von hier. Und wir beide verbinden das jetzt mit einem kleinen Papa-Tochter-Ausflug, ja? Wir sind da. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, wir sind fast anderthalb Stunden gefahren. Aber jetzt sind wir da in Brodowin. Jetzt müssen wir nur noch den Weg finden, dahin, wo es unsere Eier gibt. Wir sind da! Und so lange hast du Gummistiefel an. Ja. Hier waren wir schon mal, kannst du dich erinnern? Da liegen unsere gefärbten Eier. Das ist echt ganz spannend. Wir waren letztes Jahr, wir machen ja, probieren einmal im Jahr einen richtigen Teamausflug zu machen. Also ein Wochenende mit allen. Und letztes Jahr waren wir hier, Tatsache. So, und die haben neben der Tatsache, dass die hier ganz viele so Demeter-Kühe haben, haben die hier auch eine große Käserei. Und zwar eine gläserne. Man kann da also reingucken. Da stehen sie. Da. Warte, ich schneide es mal durch. Hängt das hier? Ja, oder? Dann esse ich den Senf, okay? Das Linsensuppe. Erbsen, Bohnen, Linsen. Wir lassen den. Ich freue mich voll, dass wir das mit den Eiern gemacht haben. Also es war eine riesen Diskussion im Team, ob das Sinn macht, weil ich fahre hier anderthalb Stunden hin, wir haben für ein Ei 1 Euro bezahlt. Aber irgendwie finde ich, wenn man 100 Eier kauft, ja, und wir kriegen das Geld ja erstattet, weil wir sehr stark unterstützt werden für den Löwenladen, dann kann man auch irgendwie dafür sorgen, dass da ordentlich Eier im Nest liegen. Als wir letztes Jahr hier waren, haben die uns erzählt, dass die Kühe hier frei sich draußen bewegen können und dass es ursprünglich so ist, dass die Kühe in diesen Vorhaltungen mit dem Kopf festgemacht sind, dass sie dann den ganzen Tag hier stehen. Das finde ich schon echt schräg. Und seitdem probieren wir auch konsequent nur noch Biomilch zu kaufen von Leuten, die ihre Kühe ordentlich halten. Schon erbärmlich, wenn die ganze Zeit festgemacht stehen. Und die hier, die sehen echt glücklich und gut aus. Und wenn es nicht regnen würde, wären die draußen auf dem Feld. So, wir sind fertig. Wir haben unsere Eier bekommen, wir haben noch ein bisschen eingekauft, wir haben lecker Mittag gegessen und jetzt fahren wir zurück. Sie hat uns voll nett, ich habe eben noch mit der Besitzerin, ich weiß gar nicht, ich muss mir das hinterher mal angucken, mit der Besitzerin gesprochen. Und sagt halt auch, sie haben so eine Anfrage, haben sie nie, dass jemand hier anruft und sagt, ich hätte gerne mal 100 gefärbte Eier und dann auch noch extra aus Berlin hierher fährt. Und sie hat mich eingeladen, die machen wohl im Juni ein total schönes Hoffest. Ich glaube, das kann man sich gut mal auf deren Internetseite angucken. Und total toller Ausflug, hier ist wirklich schön. Wenn man hier noch irgendwie ein kleines Hotel oder eine Pension findet, kann man hier gut mal 2 Tage abgammeln. Okay, wir fahren jetzt zurück. Wir backen jetzt Osterplätzchen. Es gibt Schmetterlinge und Küken. Magnus hat eben schon geholfen, den Teig zu machen. Das war gut. So, den Teig haben wir gerade schon alle Zutaten zusammengerührt und gemixt und geknetet. Der war jetzt im Kühlschrank eine Stunde. Teig. Sehr, sehr guten Kuchen backen.
Wir müssen haben 7 Sachen. Eier, Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gel. Hallo, wir machen heute Kuchen. Man sieht sie nicht an, aber Torfin ist unglaublich begabt auf der Gitarre und mit seiner Stimme. Und das wird er jetzt unter Beweis stellen, bevor die Kinder ins Bett gehen und wir beide dann zusammen ein bisschen Musik machen. At the corner of my street, there's a man who's full of wisdom, and he talks like a gypsy, and he smells like a beer. At the corner of my street, there's a man who's full of stories, and every now and then, he's the only one who listens. Like an eagle in the sky, waiting to fly. Like a needle in the hay, losing his way. Never knows what tomorrow brings. Durch einen unglaublichen Zufall tut sich vielleicht für uns beide musikalisch eine große Chance auf. Auf jeden Fall haben wir uns hier runter verkrümelt, während oben alle schlafen. Und probieren ein bisschen die Songs, die Torfin hat, zusammen zu frickeln mit dem Schlagzeug. Hallo, wir sind's wieder im Löwenladen. Ganz viele Kinder sind hier. Jetzt geht's in unsere Lesehöhle. Ja. Wollen wir mal gucken, was die beim Kinderarzt machen? Wer macht das? Nein! Und die Eier? Und verstecken die Ostereier. Das ist ja, guck mal, hab ich eins entdeckt. Ich hab ein Kuchen. Guck mal. Was macht denn damit? Was macht denn damit? Kommt, dann gucken wir da mal auf der Liste.